Hallo, herzlich willkommen. Mein Name ist Bitwalker. Ihr seht mich hier wieder mal auf der Kyocera Eisenbahn. Eine Map, die mich immer wieder mit guten Runden beglückt, komischerweise, keine Ahnung warum. Ist ja auch eine Karte, die mir irrsinnig gut gefällt. Also rein von der Aufteilung, von der Aufmachung her. Die Mischung zwischen Landschaft, Natur, Wegen, Straßen, Eisenbahngleisen und was auch immer. Unterwegs als Pionier, wie ihr seht, hier gleich mal mit den Minen im Anschlag. Und irgendwo sniped schon einer ganz böse herum. Entsprechend verstecke ich mich mal. So, bei Minen herlegen. In dieser Runde geht es ein bisschen um die Sache, dass man auch ab und an mal ohne Team halbwegs gut klarkommt. Beziehungsweise, ohne Team ist jetzt falsch, sondern auch ohne Team, wo man nicht mit dem Sprachchat verbunden ist. So muss ich sagen. Denn ihr seht, oder werdet in der Runde sehen, der MaxBFBC2 ist ja mit dabei, auch in meinem Squad. Den kennt ihr ja aus anderen Videos vielleicht auch. Der ist in meiner Freundesliste drin. Wir zocken immer wieder öfters mal, mehr oder weniger geplant oder eben nicht geplant. Und das war eben wieder so eine Session, wo ich Mittag eine Runde ohne Sprachchat unterwegs war. Einfach, ja, weil ich mich nicht unterhalten konnte. Und ab und zu ist es auch einfach so, da will ich mich nicht unterhalten. Ja, ich muss echt zugeben, ab und zu will ich nicht quatschen. Auch wenn ich 100.000 Videos mache, wo ich mir die Seele aus dem Leib labere. Aber ab und zu mag ich einfach mal Ruhe haben, in Ruhe zocken, ohne dass ich mit irgendjemandem was erklären will. Deshalb ist auch dieses Video nachkommentiert. So, Stinger-Einsatz, ja, ich bin ein Stinger-Noob, bisschen ein Igler-Noob in diesem Fall, gebe ich voll und gerne zu, ist mir wurscht, hauptsächlich ich treffe was. So, hier noch einmal, komm, ah ja, hat schon gezogen, die Minen haben gezogen, aber jetzt fliegen auch die Iglers raus, so was, seine Drifter, meine, seine, unsere, gar keine, was ist es doch, oh, doch, Doppelkill, meiner einer hat gezogen, sehr schön. Ja, nutzt ja nichts, wenn die Hubschrauber herumfliegen, dann muss man einfach was dagegen machen. Ausgestattet mit der M4A1, glaube ich, bin ich da. Ich konnte das gar nicht sagen. Oh, da will einer scharf machen, Bursche. Mit mir nicht, mein Junge. Mit mir nicht. So geht das gar nicht. Achtung, Vorsicht, Panzer. Aufpassen, dass man nicht unter die Räder kommt, bzw. unter die Ketten. Ja, die Kyocera-Eisenbahn ist ja immer so eine spannende Geschichte. Das, was mir oft passiert in diesen Runden ist, dass relativ bis zu den letzten Tickets passiert nichts. Oh, 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 Entschuldigung, Max, das war ein Teamkill. Nix wie rauf, schauen wir, ob ich was retten kann. Was für Equipment hat er damit? Was hat er mit? Oh, eine Defi, das trifft sich gut. Zack, Wiederbelebung. Viel Spaß damit. Oh, P90 als Ausstattung. P90, was hat er da drauf? Das Techlight, oder? Sieht das richtig? Oder ist das das? Ist das der Laserpointer? Nö, Techlight, glaube ich. Nein, ist ja wurscht. Für P90 ist er nicht so die erste Wahl für mich bei dieser Map. Dann eigentlich wäre es ja vielleicht klüger hier mit so einer M416, M41, was auch immer. Und das Akku-Visier. Das wäre vielleicht gar nicht so schlecht, auf so auf Mitteldistanz mal auch ein bisschen was treffen zu können. Oh, Heli kommt. Ja, Heli kommt, ist schön. Ja, genau. Mit dem Defi kann ich ihn angreifen. Das war es auch schon wieder. Ich habe das Equipment von Max übernommen. Das heißt, bin jetzt Sahne. Gut, verdammt. Passt mir gerade gar nicht in den Kram. Aber, ja, Max nimmt meine Igler und versucht eben sein Glück damit. Macht nichts. Hauptsache, der Hubschrauber ist down, bleibt unten und stört uns hier nicht im Gameplay. Ei, dafür kommt der Panzer da ganz böse herumgezogen. Ja, Medipack kann ich da anbieten. Medis. Das war's dann auch schon wieder. Und, hä, was war los? Warum liegt ein Hubschrauber herum? Wieso, was sind da überhaupt? Keine Ahnung, was. Komplette Orientierungslosigkeit. Ist auch immer recht lustig, wenn du keine Ahnung mehr hast, was jetzt eigentlich los ist. Wer kommt von wo? Wer will wohin? Kannst du herumhampeln wie der Charlie Chaplin in Person? Bringt aber nichts. Ja, da laufe ich einfach wieder quer über den Map und weiß nicht recht, wo ich hin soll. Ah, hier, der braucht Medi. Komm, bekommst Medi. Bleib da, lauf doch nicht weg. Den besten wissen die Leute heilen und dann flüchten sie einfach. Hey, Moment, da ist doch irgendwo einer tot. Oh, Bewegungsmelder. Ah, verdammt, scharf. Und wo schießen wir hin? In das Leere. Baff, tot. Oh, allerdings ein Teamkill. Da schau her, da bin ich wahrscheinlich in die Schussbahn von jemandem gelaufen. Oh, die PTWR spielt er da. Also auch etwas, was man ganz selten sieht. Kommen wir für PTWR mit Schalldämpfer. Ist ja auch so in der Kategorie P90 einzustufen. Ah ja, und da sind sie auch schon weg, die zwei Außenposten. Bis jetzt diese zwei MCOM-Stationen geht oft schneller, als man denkt.
Ja, hier die Position an der Tankstelle ist auch immer so eine sehr heikle. Aber schau mal, wie es sich gibt. Bei Minen wieder aufs Gelegt. Den Vordereingang und dann Richtung Hintereingang, denn da rauschen sie auch recht gerne rein. Allerdings meistens eh so, egal wo ich die Minen hinlege, sie kommen immer von woanders. So, hier mal abgesichert. Und jetzt schauen wir mal, ob der Heli kommt, denn meine Igla ist wieder einsatzbereit. Ja, aber ihr merkt hier auch, also obwohl wir nicht per Sprachchat verbunden waren, hat das Teamplay hier oder läuft das Teamplay hier recht gut. Mein Teamplay, ja, ist vielleicht ein bisschen übertrieben ist, aber zumindest die Unterstützung gegenseitig. Das heißt, ich bekomme meine Medipacks, er kommt seine, bekommt seine Medipacks und ja, zumindest passt jeder auf den anderen ein bisschen auf. Und das eben ganz ohne sich irgendwas auszumachen. Also ab und zu läuft das wirklich. Ich hatte auch schon Runden mit komplett fremden Spielern, wo ich wirklich auf einen komplett eigenen Server gejoint habe und dann irgendwie hat sich einfach ergeben, dass wir uns zusammen gefunden haben. Natürlich liegt es an jedem natürlich auch ein bisschen dazu beizutragen, um einfach ja, mit seinen Teamkameraden gemeinsam zu spielen und wenn sich die dann wirklich für, ja, eigentlich fast blind verstehen, ist doch eine ideale Sache. Oh, ein Mörser-Einsatz, ganz schön böse. Mörser auch so eine Sache, habe ich Gott sei Dank diesen Auftrag endlich fertig bekommen. Ich glaube, der Elsat-Spezialist ist es gewesen, wo man mit dem Mörser da 25 oder irgendwas Kills machen musste. War sehr nervig. Oh, falscher Mega. Ja, Spotten zahlt sich aus, denn hier bin ich wieder unterwegs auf einem öffentlichen DICE-Server. Die mag ich am liebsten für so schnelle Runden. Zack, oh, was ist denn jetzt los? Fahrzeug kampfunfähig. Heli geht down. Nö. Aber jetzt hat Hilfe bei Kill. Ah, da hat mir jemand meinen Kill geklaut. Ja, nicht so dramatisch. Hauptsache der Heli ist down. Oh, Sniper ganz weit weg. Ja, eh klar, ich bin mutig. Ich probiere es einmal. Natürlich bekomme ich aufs Maul. Ist ja ganz klar. Kannst du ausrechnen, dass das so nix wird. Übrigens, wenn ihr euch jetzt fragt, wie ich da so nachkommentiere, werdet ihr vielleicht lachen, ich mache das im Stehen. Ich weiß nicht warum, aber beim Nachkommentieren brauche ich ein bisschen die Freiheit. Da muss ich ein bisschen herumhampeln können, da muss ich ein bisschen so auf den Bildschirm schauen und habe das Headset auf und muss ein bisschen gestikulieren können. Gott sei Dank könnt ihr das nicht sehen. Vielleicht sollte ich mal so ein Nachkommentary machen mit Webcam. Da würde ich euch zerfransen, dass ich herumstehe und von einem Bein auf das andere hample, auf den Bildschirm starre und jo, Blödsinn labere. Tja. Wenn mir denn noch was einfällt, was ich labern kann. Das ist eben das Problem bei dem Nachkommentieren, dass einfach immer mit Thematik vorbei ist oder die Thematik aus ist, weil wenn du, man sieht, ich habe jetzt glaube ich 1200 Videos online, natürlich nicht alle nachkommentieren und so weiter, sind auch ein paar alte Sachen dabei, aber trotzdem ist sonst mal 800 Videos, sind das völlig wurscht. Wenn du zu jedem Video irgendwas nachkommentierst und laberst, dann ja, irgendwann geht einfach der Gesprächsstoff aus. Ja. Ich weiß schon, es gibt welche, die labern dann über das Mittagessen, was sie gegessen haben oder welchen Stuhlgang, was sie haben. Ich weiß nicht so recht, ob ihr das wissen wollt. Vor allem, es wäre einfach besser, ein Foto reinzustellen und das zu dokumentieren. Na, mache ich natürlich nicht, keine Angst. Im Gegenteil, ich packe hier meine Igla wieder aus der Heli, kommt so richtig schön auf mich zu. Ja, Igla Power! Ja, muss sein. Pass auf, komm, Flares raus. Oh, bin zu schnell geschossen. Oh, die Minen haben gezogen, sehr gut. Wait, wo ist der Heli? Wo ist der Heli? Baum fällt! Das wäre es gewesen. Tod durch Pech, weil der Baum runtergefallen ist. So, Flares wieder raus. Und sagt Tschüss, auf Wiedersehen, lieber Helikopter. Das war's mit dir. Uff. Und was? Kampfunfähig! Was soll der Dreck? Jetzt aber. Oh! Pilot steigt aus. Wah, wah, wah. Wo aim ich hin? Wo aim ich hin? Hilfe bei Kill, 35 Punkte. Tja. So, wo sind die Minen geblieben? Da ist der Bahn. Ha, da wollte er her? Wie gesagt, am Hintereingang. Da wollte er reinfahren. Hat er meine Minen übersehen, der Bursche? Ja, da gibt es ja auch so einen kleinen Trick als Panzerfahrer. Ich weiß nicht, ob ich den verraten soll. Soll ich den verraten? Soll ich nicht verraten? Na, noch nicht. Wahrscheinlich wisst ihr das eh selber, beziehungsweise wird er wahrscheinlich jetzt in den Kommentaren dann auftauchen, wie man sich als Panzerfahrer vor Minen am besten schützt. Selbst, ohne natürlich oft in die dritte Station zu schauen und so weiter, sondern einfach, wie das ganz alleine auch funktioniert. Ja, Max, rette mich! Defibrilliert er mich, jawohl, brav. Uah, Hampel, hüpf, hüpf. Nix hier weg. Sniper sind sehr lästig. Aber was soll's. Die gehören einfach dazu.
Genau, I need ammo. Und wer ist hier? Wer unterstützt mich da? Ah, Quasar Gibbon ist hier. Und reagiert prompt auf meine Meldung. Sehr schön. Ist ja auch etwas, was oft nicht klappt. Ich glaube, in den letzten Videos seht ihr auch eine Runde Kiasa Eisenbahn, wo ich dann direkt vor einem Versorger herumhample, aber der hat nichts Besseres zu tun, als mit seinem MG irgendwo durch die Gegend zu heizen. Hat nichts gebracht. Ja, und ich hatte auch keine Munition. So, Hubschrauber, komm her zu mir. Komm her zu mir mit deinem Heli. Meine Igler wartet auf dich. Oh, Moment, das machst du nur da. Was habe ich? Ah, da ist er. Ah, noch in die Ferse geschossen. So, pass auf, Viper. Komm her zu mir. Komm zu Papi. Komm zu Papi. Komm zu Papi. Oh. Komm zur Granate. Komm zur Granate. Nö, gar nicht. Dein Tankwagen hat zerrissen. Na toll. Der Herr Pech hat wieder zugeschlagen. So ein Stinker. Ich habe mir schon überlegt, wenn sich einer Pech nennen würde als Spieler. Spielername Pech. Das wäre doch ein Hammer. Der hätte sicher 30 Trillionen Punkte. So, pass auf. So, komm. Raus mit die Flares. Raus mit die Flares. Jawohl, jetzt. Und... sag auf Wiederschauen. Und bumm. Kampf vom Weg und. Komm, stürz ab, stürz ab, stürz ab, stürz ab. Stürz ab. Jawohl, geht doch. Lobotafk. Hm. Lobotafk. Was soll das heißen, bitte? Achtung, Feindkontakt, Feindkontakt. Wo ist er? Haben Männer. Ja, das hat der Vorteil, wenn man mit der Minimap spielt. Hat Vor- und Nachteile. Ich bin an und für sich nicht so ganz der Fan von Minimap-Servern. Wenn es nach mir ginge, dürfte sogar noch viel weniger angezeigt werden, wie es jetzt ist. Also, so richtig nix. Nix, das wäre cool. Wirklich nix. Das wäre der Hammer. So richtig so ultra-hardcore, so ohne irgendwelche Anzeichen, dass man wirklich den Gegner auch nur an der Uniformierung unterscheiden könnte. Das wäre doch der Hammer. Oh, sorry, schieße ich ihm voll in die Birne da. Baff, und dann zieht mich gleich die den G90 als. Rache wahrscheinlich von irgendwem. Also das wirklich ein Hammer, wenn man gar nichts sehen würde. Obwohl, ja, das wird dann wirklich zäh zum Spielen. Die Frage ist natürlich, ob dann... Hey, hallo, folge ich ihn nur an, schaut euch das an. Die Frage ist dann, ob der Spielspaß dann noch da ist, wenn man wirklich so extrem aufpassen muss. Naja, wahrscheinlich für ein Online-Match wird das nichts werden, aber ich habe es schon mal erwähnt, Dragon Rising, glaube ich. Na, wie hat es geheißen, dieses Spiel? Ah, Operation Flashpoint, genau. Operation Flashpoint und noch einen Untertitel. Da gab es ja auch diese Coop-Missionen, wenn man da im härtesten Modus gespielt hat. Da gab es nichts, da gab es keine Wiederbelebung, da gab es wirklich nichts. Und ja, wenn du angeschossen wurdest, dann hast du wirklich Blut verloren. Und desto länger der Kollege gebraucht hat, dich zu heilen, Buff, Igler Power, desto länger du gebraucht hast, den Kollegen wiederzubeleben, desto mehr Schaden hat er dann gehabt. Also entweder er konnte nicht mehr so schnell laufen oder was der Teufel was. Also das war schon geil irgendwo, also fürs Teamplay und so weiter. Also für den Coop-Modus könnte man das schon vorstellen. Also Coop, Battlefield, Coop, so wie im Ultra, Ultra, Ultra Mega Hardcore, das wäre eine geile Sache. Ob das Ganze nicht möglich ist, umsetzbar. Puh, das haben wir dahingestellt. So, entschärfen, entschärfen, entschärfen. Mal voll unter Beschuss. Wer schießt denn auf mich überhaupt? Wo? Ah, da oben am Dach liegt er. Schaut euch das an. Da oben liegt er auf den Spreißeln. So ein Sackbauer. Aber das nutzt nichts, Jungs. Schaut, er hat nämlich nur mehr 3 Tickets. Haha, 3 Tickets ist eindeutig zu wenig, um hier noch zu gewinnen. Was? Seht ihr Charge? Oh, verdammt. Doch nicht. Uiuiui. Entschärfen, entschärfen, entschärfen. Die letzten Tickets, das muss entschärft werden, sonst ist es verloren. Das muss entschärft werden, jawohl. Geschafft. Jo, damit war es das hier von der Kiasab Eisenbahn. Hat mich gefreut, dass ihr bei gewisser Zeit. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß und ja, bitte schau, ich bin mit vorne dabei. Das war's von meiner Seite. Danke, tschüss, ciao, euer Bitwalker.